Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge auf der Friedrich Marsch, das ist unser Punkt 1. Ich wünsche allen einen schönen Wochentag, Wochenstart. Und jetzt sind wir voraus. Schönen Dank fürs Reinschalten und fürs fleißige mal Liken und Kommentieren. Super Entwicklung bis jetzt. Sag mal, schönen Dank dafür. Ja, wir starten heute Aufnahmesession hier auf Feld Nummer 5 mit Flügen. Und zwar habe ich nochmal kurz das noch eingestellt. Es war ja nicht gespeichert und jetzt beginne ich mit dem ersten Wegpunkt in der Feldmitte reihen. Mal vom Logischen her ist es natürlich besser, wenn man das, wo man flügt, wenn man da nicht rüberfährt. Ne? Also wir stellen mal ein, lassen mal losfahren. Und das war ganz schön. Ne? So, da fährt jetzt in die Mitte rein, wenn man die Kurse so erkennen kann. Ne? Beginnt hier irgendwo. Hier beginnt er, macht jetzt hier fertig und zieht zum Schluss die Reihen rund. Und hört hier vorne wieder auf. So, das ist so der Plan. So, ich werde bei ihr gehen und die anderen Fahrzeuge einstellen. Die anderen Fahrer, ob nun Düngen oder andere Sachen oder Aussaat. Schauen wir durch. Bevor ich hier den globalen Markt starte, muss ich hier erstmal kaufen. Weil erstaunlicherweise. Das ist das, was wir jetzt im Lager haben und nicht durcheinander bringen. Ne? So, ich habe ja jetzt in Thüringen viel Weizen geerntet. Weizen. Nochmal zurück. Ich habe jetzt die Gerste drin, 1 Million und Weizen 370.000. Stroh kein Thema, Hackschuss ist alle. Okay. Nochmal. Also, Gras, Blöds und Stroh haben wir 1 Million, brauchen wir nicht. Silage wollte ich eigentlich. Noch nicht. Wir werden mal sehen, ob wir den Weizen noch kaufen. Gerste haben wir wieder 1 Million da. Kaufen. Wie gesagt, kriegen wir dann, ne? Jetzt haben wir das gekauft. Jetzt haben wir 1 Million. Mal sehen, was Konto sagt. Ja, Konto ist minus. Jetzt geben wir gleich den kühlen Wasser, weil sobald er hier fährt, ist das mit könnte sein, dass nicht funktioniert. Also warum weiß ich auch nicht, ob das zusammenhängt, dass er gerade an dem Punkt ablädt, wo Stroh rauskommt, um mit R die Tasten hat, um auszusuchen, wo was wie rauskommt. Also das könnte sein, anders kann man nicht vorstellen. Beladen geht ohne Probleme, also abladen, das geht schwierig. Also gehen wir schnell für kühlen Wasser, ne, wo wir hier entsprechend mit R-Tasten aktivieren müssen. Den Schwein tue ich auch. Damit wir hier mal versorgt sind. Ist zwar noch nicht ganz so dramatisch, ist noch nicht ganz leer, aber wie gesagt, morgen um die Zeit wird es leer sein. Und da wir jetzt ja genug Zeit haben, beziehungsweise das kann dann alle wohl laufen, für 5 Folgen werde ich am Freitag werde ich hier von der Marsch mal Livestream machen. Ja, und zwar das einfache Gründe, ich möchte auch mal die Marsch mal Livestream spielen. Das Feld auf Feld Nummer 13 bei der Thüringen ist jetzt fast abgeerntet, fast. Und das wollte ich in den gestrigen zwar nochmal 2 Folgen durchziehen. Das war eigentlich der Hauptgrund, damit wir das in einen Ritt machen kann. Ich habe es nicht ganz geschafft, aber halt fast. Und aber auch ganz gut mal, dass mal die Marsch gezeigt wird. Also ich überlege auch mal die Marsch mal zweimal zu machen. Aber wie gesagt, Marsch einmal machen. Also hier am Freitag ist ungünstig, weil dann müsste ich ja 2 Aufnahmen machen. Ich meine, das würde gehen, aber wie gesagt, ich mache mal ganz gerne, dass ich in einen Ritt was aufnehmen kann. Und das ist besser, so wie jetzt hier, dass ich meine 5 Folgen in ein Stück machen kann. Da kann der Kursbefahrer durchfahren, ohne dass da Probleme gibt. Ne? Das muss ja auch bearbeitet werden und das ist eigentlich das eigentliche, ja, Problem ist das nicht, aber muss halt gemacht werden, ne?
Solange ich jetzt frei habe, ist es im Grunde wurscht. Aber der Tag kommt ja auch wieder, dass man wieder arbeiten darf. Ne? Und dann hast du nachher, wird eng, ne? Und das muss ja nicht sein. So, mal gucken, ob das Futter hier reicht. Das wäre so ein guter Hänger für Silage, mal eine BGH fahren. Vom globalen Markt aus. Aber die zahlen ja so schlecht, ne? Dann machen wir lieber für die Futter, für Tiere. Und noch haben wir ja nicht genug Futter. So, das geht wieder rein, das ist ja gutes Futter hier, ne? So, Wasser haben sie jetzt bekommen. Und jetzt kriegen sie auch noch Futter, die Schweine. Und dann geben die Kühe noch Futter. Da haben wir noch genug. So, wie drin haben wir das? 420. Nur zurückfahren, wenn wir auf den Bereich kommen, wo wir abkippen können, ne? Bin ja gespannt, ob das reicht. Na, das reicht nicht. Mit denen kann man das nicht holen. Das geht nicht. Das ist ausgeschlossen mit 23 km/h. Ups. Haben wir stabilen Eisenpfosten hier. Aber wir stellen den mal in die Mitte rein, dann können wir mit Traktor erholen zur Not, ne? Und der ist so langsam dafür. Das ist nix. Das ist nichts. Aber erstmal haben sie was gekriegt. Jetzt mal gleich wieder zum Hof gehen und dann da den Traktor schnappen und dann hierher fahren. Ein Freihab. So. Den. Bringen wir auch mal einen Gang, ne? Der geht zum Hauptlager. Da dürfte es keine Probleme geben. Aber wie gesagt, Probleme gibt es im globalen Markt. Jedenfalls da, wo Stroh rauskommt. So, Weiz, Wasser haben wir jetzt noch reichlich. Leerpaletten auch. Hopfen ist wieder fast alle. Gerste 10.000. Naja. Ich muss immer Bier verkaufen, ne? Wir schalten mal durch. So, das ist jetzt Gärreste. Das stellen wir wieder ein. Das ist der Milchwagen, den brauchen wir nicht fahren, das ist fast leer. Oh, schön da rumkommen. Hey, ausgekippt. Na gut. Lassen wir sein. Unser Flügel, Hacktanzel, den werden wir jetzt mal selber wegfahren, beziehungsweise, das werden wir gleich machen, aber wir haben mal sehen, die anderen Fahrzeuge. Oh, unsere Bäume wachsen schön, dass wir unseren hier, ich glaube hier war fertig. Da gucken wir gleich nach. War gedüngt. Ja, düngen wir fertig. Hier nochmal düngen. Den schicken wir dann zum Hof. Ist mal wichtig, dass wir die Fahrzeuge in Schwung kriegen, die mal irgendwo rumstehen. Ne? Der muss zum Feld 54. Oder was? 54? Ne, ja, 54. Und ab geht's. Den werden wir starten. Das ist übrigens der mit der Aussaat. Nehmen wir einen Helfer. Wenn wir Glück haben, kommt der aus. Reicht aus. Wenn wir Pech haben, nicht. So, der arbeitet auch. Unser Raps.
Na ja, gut, er macht weiter. Passt. Pappeln, das ist gerade gewesen. Gärreste. Auf geht's. Das ist jetzt. Ich wollte Ballen eigentlich in die BGH kippen. Was ist das? Da überlege ich gerade. Das machen wir später. Dünger, ja, okay. Das ist auf Feld Nummer 2. War der fertig? Der war fertig. Dann geht der auf die Feld Nummer 21. Da fahren wir gleich selber. Ich muss jetzt nach einer Woche mal schauen. Ja, rund einer Woche, wo ich mal aufgehört habe. Das ist gar nicht so einfach. Dass die ganzen Fahrzeuge wieder in Schwung kommen. Gerade dass im Frühling viel gedüngt werden muss. Hier war keine Brücke. Das ist schon heftig, ne? Aber irgendwie, das muss irgendwie gehen. Die Trockenheit macht mir eher Sorgen hier. Dürreschäden. Wie reell leben, ne? Heute erwarte ich noch draußen ein bisschen Gewitter und den Regen. Aber ein bisschen. Wenn die Blumen draußen Wasser kriegen. Das muss ich morgen gießen, wenn noch nichts kommt. Ich glaube, weiß man das Pech, dass hier noch ankommt im Regen. Das zieht meistens eher links und rechts vorbei. Und hier bleiben wir trocken. So. Kurs. Kursgenerierung. Angekommen. So. 21. 2. Hier und 3. Na, ruhig 2 machen. Das reicht. Weil. Ist ja 30 Meter Arbeitsbreite, da geht, kommt er oben klar. Zurück. Einstellen. Dünger reicht hoffentlich. So, der andere ist da. Kam gerade die Meldung. So. So, Kursgenerierung. Feld Nummer 54. Vorgabe machen hier auch 2 und generieren mal ganz kurz. Zurück. Das läuft. So, das läuft. Das läuft. Da läuft es auch. Hier ist gedüngt. Da auch. Die 12 kann noch gedüngt werden. Da muss noch die Aussaat gemacht werden, da muss auch noch gedüngt werden. Die 4 kommt auch noch die Aussaat. Hopfen habe ich vor. Mal gucken. Bei Ziesen, wir haben aktuell Bodentemperatur 3 Grad, also Hopfen brauchen wir nicht hoffen. Noch nicht hoffen. das ist zu kalt. Also wir können mal trotzdem mal schauen. Hopfen, also allgemein ist es noch zu kalt. Pappeln ist. Naja, sagt mir ist auch zu kalt, aber wie gesagt, das ist nimmt auch nicht so genau. Das ist hier so eine Stöcke, die in Erde gepflanzt werden. Das steckt immer aus. Auch wenn nicht alles, aber das meiste. Und ansonsten ist alles im Blau. Kann man nicht dran denken. Also Hopfen. Da gucken wir uns mal das genauer an, ungefähr, dass wir jetzt wissen. Das braucht 9 Grad Bodentemperatur. Also bis. Kurz vor dem Sommer kann man sagen, also im ganzen Frühling die Möglichkeit. Machen wir uns nicht vor, verrückt, machen wir uns Zeit. So. Wo sind wir jetzt hier? Das ist der LKW mit der Milch, also den müssten wir irgendwann zum Hof zurückfahren. Der ist mit Dünger, naja gut. Wir machen mit 10 km/h. km/h hat aber schon war, ne? Also so zugelassen. Aber wenn ich jetzt auf dem Eichel da 29, das ist eine Runde. Nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass der jetzt so reingestellt ist mit 18. So, das ist unsere Gärreste. LKW. Wir wollen was verkaufen, beziehungsweise ich will verkaufen. Das ist der für Paletten.
Wir fahren mal zur Brauerei. Das sind die Tiere für den Mensch. Ja, ich bin wieder mal richtig. Wir sind durcheinander. Denn wir brauchen da den Traktor für. Und wir müssen den sowieso entsprechend mal umdisponieren, kann es sein. Den Anhänger können wir nicht gebrauchen für Kühe füttern. Da passen die rein. Alles so hoch, ne? Das ist eine gute Frage. Wo ist jetzt der Anhänger für Fütterung der Tiere? Jetzt stelle ich mal eine Datum mit das für Flüge, also die Erntefahrzeuge, ein Gewicht. Wo hat die hingestellt? Bei den Schweinen war er nicht. Das wird typisch von mir. Normalerweise, deswegen sage ich, müssen die jetzt hier reingestellt werden und Ordnung herrscht hier. Das Düngefahrzeug darf da auch nicht stehen. Das ist nicht gut. Ich kann da mit den Anhängern nicht rein, das ist so hoch. Auch wenn es nur Zentimeter sind. Da passt er rein. Ein blaues vermisst normalerweise. Muss ich mal gucken, wo ich gelassen habe. Aber gute Frage. Weiß nicht. Das ist. Gucken wir mal den Kühen rein. Also im ersten Stall garantiert nicht, da sind wir die Milch gefahren. Und im zweiten Stall könnte was sein. Mit Traktor sogar. Wenn er hier nicht drin ist, dann haben wir. Ne, da ist nicht drin. Wo haben wir den gelassen? Ich weiß es nicht. Die anderen beiden sind zu hoch, glaube ich. Die Krampe-Dings da hier. Ach, der fährt ja die. Jetzt weiß ich. Der fährt ja die Gerste zum Hof. Aber mit dem kleinen Eingriff ist ja bisher wahnsinnig mit dem kleinen. Und dann mache ich anders. Erstmal nehmen wir den Kredit auf. Geht ja nicht anders. Und dann nachher verkaufen wir was und dann können wir wieder Geld haben. So. Wir brauchen mal Geld, dass wir was kaufen können. Und zwar ein Anhänger, der für die Tiere gut ist, also von der Höhe her. So. Und zwar. Das muss ja einer sein, der genug Leistung hat, Fläche. 30.000, bin mir nicht ganz sicher, welcher das war. Aber der ist zu hoch. Den hatte ich auch vorhin gerade gehabt. Ich habe so viele. Ach, hier sind die kleinen. Krampe. 25, Lampe, 40. Das könnte ja sein. Das sind die großen. Sieht aber ganz gut aus. Aber das ist zu hoch. Das ist genau gleiche Typ, also. Kartoffelkippe, das stimmt. Die sehen so aus, weil ja. Ach, Fallsegel, ja gut. Im Grunde will ich ja von den Mods weg, weil ich ja. Das plane ich jetzt für die Thüringen. Also, ich nutze den Umzug jetzt dafür, dass ich im Prinzip.
Anhänger jetzt alle oder alle Fahrzeuge verkaufe, auch wenn ich da Verlust mache bei, das ist mal egal. Und dann nachher schmeiße ich alle Mods raus und nehme jetzt davon sind nur die Mods rein, die ich wirklich brauche. Ja, also man kann ja im Prinzip den krieg ja nicht unter das. Ich muss aber eine Kühe irgendwie versorgen. Gucken, was ich in der Garage habe für einen Anhänger. Für einen. Wenn ich den jetzt sehe, dann weiß ich vielleicht, wo ich, das sind die beiden großen. Ich glaube, der ist es hier mit 42.000. Nee, kaufen will ich schon. Und ich muss. Na der. Denn den kriegt nämlich auch eine Garage rein. Der auf 42.000 obwohl. Da hängt er sich auch fest. Irgendwo drauf. Reifenvariante. Den nehmen wir jetzt, egal. Den holen wir jetzt mal, egal. Ich teste mal oder klebt, normalerweise ja. Den habe ich schon mal gehabt. Dafür. Und der andere ist ja jetzt unterwegs. Und macht ja. Naja, die anderen arbeiten halt, ne? Hier müssen wir eine Kühe. So, du schau, das soll es auch für heute schon gewesen sein. Leider ist die Zeit wieder kurz vom Tal mir entglitten. Ich sag mal tschüss und ciao. Ne? Schönen Dank fürs Reinschauen. Ne? Und ich hoffe, dass wir uns dann morgen wiedersehen. Mit der Lust und Freude, wie ich heute dabei bin. Und dann sehen wir morgen weiter. Jetzt werde ich mal gleich mal den Hänger nehmen und ja, da müsste reinpassen. Und dann zu den Kühen fahren. Aber jetzt machen wir mal Schluss und sagen tschüss, ciao, bis dann. Ne? Tschüss.